Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt gibt's die neueste Folge vom Let's Play zu The Last of Us. Wir befinden uns in der Mission Die Ladung und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß beim Gameplay. So, hier sind wir aus dem letzten Video ausgestiegen und jetzt geht's natürlich hier auch genau wieder weiter. Los, geht da rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Okay, immer noch keine Zwischensequenz, wie ich das jetzt erwartet hätte. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Okay, wo ist sie lang? Was sollen wir schmuggeln? Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Komm, ich helf dir. Lass mich mal. Joel, hilf mir mal eben. Na klar. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger hey, von hey, hier! Hey. Hör auf damit! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Eigentlich ist sie ein kleines keine Mädchen. Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Man erfährt gar nicht, warum man die wegbringen soll, ne? So, Kleine, erzähl mal. Warum muss ich dich rausschmuggeln? Was ist hier los? Kannst du reden? Kannst du ein Wort sagen? Oder kannst du nur gucken? Kannst anscheinend nur gucken. Wird irgendwie eine Richtung angezeigt oder sowas? Kompass wäre jetzt hilfreich gewesen, in welche Richtung ich gehen soll, oder? Gibt's hier irgendwas zum Absuchen? Ich denke mal, die folgt mir jetzt vermutlich eh wie ein Hündchen. Man sammelt ja eigentlich auch so Artefakte. Wofür sind die Artefakte gut, meine Freunde? Ich habe Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Was mache ich mit so einem Anhänger? Keine Ahnung, ob man die sammelt, ob es dafür irgendwas extra gibt oder so. Das kann ich jetzt leider im Moment nicht erläutern. Das wissen ja meistens die Zuschauer.
dank der sogenannten Schwarmintelligenz noch besser als ich. Also das bedeutet einfach, wenn viele Leute zuschauen, ist vermutlich immer einer dabei, der so etwas weiß. So. Dann wollen wir uns mal aufmachen in Richtung Stadt. Eigentlich gibt es auch immer nur einen Weg, ne? So richtig mit Open World oder sowas hat das Ganze ja nichts zu tun. Kann hier zwar immer noch so ein bisschen abseits, rechts und links kurz in die Ecken gucken, aber das ist ja, ja, nicht von Erfolg gekrönt, beziehungsweise das wäre maximal, dass man mal ein paar Kugeln findet oder sowas vielleicht. Ich würde sagen, vermutlich geht es hier in die U-Bahn hinunter, oder? Hier runter. Sollte ich hier besser schon schleichen? Los, mach ihn. Ja, doch. Bleib unten, Kleine. Unten bleiben. Ein bisschen zu cool. Achtung! Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Man wird hier wirklich durch so ein Schlauchlevel geführt, im Grunde genommen, ne? Du musst immer ein bisschen rechts und links gucken, wo ist jetzt die Türe auf, aber dann geht's irgendwie auch schon weiter. Okay. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Okay, also. Das bedeutet, ich muss vermutlich eine Lösung finden, die ich jetzt gerade nicht habe. Hervorragend. Normalerweise gab es ja dann immer irgendwo eine Leiter, ne? Nee, so ein... Ach, guck mal, das Ding können wir vermutlich darüber schieben, oder? Ja. Okay, die Rätsel sind nicht allzu schwer und das geht ja auch irgendwie locker von der Hand, muss ich sagen. So. Perfekt. Ja. Komm her, Kleines. Muss ich hier hochhelfen? Sie ist ja doch ein bisschen kleiner noch. Kannst du vielleicht raufkommen? Könntest du bitte raufkommen oder soll ich alleine gehen? Ah ne, jetzt kommt sie. Vielleicht habe ich ihr nur im Weg gestanden. Bin mir nie sicher, ob man sich hinter der nächsten Ecke dann doch mal so... Schmuggelt ihr Sachen hier durch? Was? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marleen? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Okay. Man bekommt also doch ein paar Hintergrundinfos und man bekommt eigentlich die Infos, dass es ihn nicht interessiert und dadurch braucht man dann wieder keine Infos. Das ist ja eigentlich klug gemacht. Schön, dass man draußen die Spielewelt so betrachten kann. Schneller bewegen kann man sich hier im Moment nicht, also ich könnte jetzt nicht laufen, falls ihr das jetzt denkt und wieder sagt, Mensch, der Sirius, der schindet nur Zeit, nur weil er hier vor der Türe steht. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein.
Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Okay, weiter geht's mit unserer Reise offensichtlich. Jetzt haben wir auch wieder unsere Anführerin dabei. Das ist recht hilfreich, finde ich. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Das ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. So, ich gehe mal vor, Mädels. Ah, nee, Mädels gehen vor. Ja. Ach, alle Mädels gehen vor. Schon klar. Strom anschalten, vermutlich. Was muss ich machen? Bisschen was von Alan Wake. So, Mädels, und es geht abwärts. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Ich? Okay. Lässt man da Licht lieber aus? Oder ist das egal? Das ist egal. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay. Wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Ja, voll. Und es regnet. Wirklich hervorragend. Licht anmachen. Sieht noch cooler aus, ne? Offensichtlich brauchen wir keine Batterien oder sowas für unsere Lampe. Das ist ja schon zumindest mal positiv. Können wir das immer ordentlich beleuchten hier. Alles okay? Oder warum guckst du so in den Himmel? Vermutlich geht's hier durch. Hier geht's lang. Keine Dummheiten. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden.
Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Ich hab genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Wow. Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh, mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Lauf! Lauf! Los! Los, komm! Laufen, Mädels, laufen! Oh, Scheiße! Mir nach. Schnell. So, meine lieben Gaming-Freunde, ich fand, das war jetzt ein ganz grandioses Ende für die heutige Folge des Let's Plays von The Last of Us. Hammer, oder? Also so die letzten beiden Folgen, wo man nur gespielt hat, habe ich immer darauf gewartet, dass genau sowas passiert ist. Und jetzt ist es passiert, die Geschichte ist da, die Story rund um Ellie geht weiter und scheint toll zu sein. Ich sag danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder einen Daumen nach oben drückt. Dann sehen wir uns im nächsten Part auf jeden Fall wieder. Bis dahin sage ich einfach nur, haut rein.